Und damit willkommen zurück zur letzten Episode von diesem Let's Play. Einfach. Schaut mal, das ist halt krass. Ich könnte... Alter, ich kann bis hierhin. Okay, der kann bis dahin. Der kann bis dahin. Das ist abartig krass. Dann gehe ich hierhin. Hierhin. Ja, Geschenk. So, diese Episode wird super kurz, weil ich muss nur noch den Rest einnehmen. Ist natürlich doof, aber so ist es halt jetzt. Ne? Ich hätte einfach, dass ich halt nicht mit der nächsten Episode schon anfangen muss. Das möchte ich in aller Frische machen, weil das ist wichtig. Ich glaube, die haben nichts mehr. Ne? Das ist. Ah ja, guckt mal, es gibt noch eine Schlacht. Es gibt noch eine Schlacht. Ich habe noch nicht easy gewonnen. Noch nicht. Dann wird es doch keine 5-Minuten-Episode. Tja. Pech für euch. Oder Glück, je nachdem. Oha, da laufen zwei Leute. Na, Hand in Hand. Nee, keine Hand in Hand. Aber nebeneinander. Auf dem Gehweg. Verboten. Das ist schlimm. Und für alle, die es interessiert, heute, an dem Tag, an dem ich diese Episode aufnehme, die Episode, die ihr wahrscheinlich erst im Juli oder so sehen werdet. Wir müssen das Land verteidigen. Ja. Reitet! Wir sind ein starkes Es ist April, der 15. Wir müssen vorsichtig sein. Boom. Ja, tötet ihn. Wir müssen den Ring ins Lager bringen. Träger, Schwertern und Schilden werden wir siegen. Es wäre cool, wenn der Ring bei einer Einheit irgendwas machen würde. Wir müssen das Land verteidigen. Boni oder so. Aber wahrscheinlich erst broken. Weil der eh schon so begehrt ist. Warte. Fangen wir an, kommt näher! Bringt alles hier. Die Gebäude des Feindes sind nah! Wir haben ein neues Gebäudefahrzeug bereit! Lasst alle Vorsicht walten! Hört genau zu! Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Ja, zurück! Rückt vor! Reitet! Lasst alle Vorsicht walten! Lanzenträger! Aha. Wir müssen ihn standhalten! Hier entlang, Lanzenträger! Easy. Also er bildet Waldläufer aus, das ist klug. Ja. Nur hat er leider nichts, um sie mit zu benutzen. Und deswegen ist es dumm. Hierher eben. Hier entlang Lanzenträger. Da hat er noch was. Hier entlang Lanzenträger. Unsere Stadt wird größer. Jagt sie aus diesem Land. Sammelt euch, Lanzenträger. Nieder mit ihnen. Zieht eure Waffen, ey. Wir müssen das Land verteidigen. Diesen Hort des Bösen nieder. Piu, 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 piu. Wir müssen sie aufhalten. Der Feind kommt über uns. Man muss aufpassen, selbst unausgerüstete Lanzenträger können sehr böse sein. Und selbst hier die ausgerüsteten Bogenschützen sehen alt aus gegen Schwertkämpfer. Also es geht jetzt in dem Fall, weil es Stufe 4 ist, die Bumm, aber trotzdem. Aua! Ne? Die Rüstung der Elben macht nicht so viel tatsächlich. Bei Zwergen ist es krass. Wenn du Zwerge mit Rüstungsupgrades und Führerschaft hast und noch. Also die sterben nicht. Das ist unmöglich zu gewinnen. So. Ja. Hier oben, ist das der Hohe oder der Rothorn? Rothornpass. Hat er nie was gebaut? Da stirbt er jetzt. So. Dann kann ich hier angreifen und hier angreifen. Gut, ich hätte gerne. Truppen dabei. Pass auf. So. Und der kriegt jetzt das damit. Schön. Und der da. So. Also, hier greife ich an, hier greife ich an. Und hier greife ich an und da. Damit sind wir durch. Minas Tirith war tatsächlich am Ende die letzte Festung. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich hätte vielleicht damit gerechnet. Ja gut. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Weil sie zu halten ist schwer. Was es einfacher macht für mich, sie zu verlieren. Sie einzunehmen ist nicht ein hohes Prioritätsziel, also hat keine hohe Priorität, weil...
Ja. Ne, ist eigentlich. Es hätte auch der Erebor sein können, aber. Ja, die ignoriert jetzt doch die blöden Orks. Lass doch mal die Orks einfach da leben. Die tun jetzt keinem was. Die wollen da einfach nur knuffig sein und das war's. Ja, lass die doch einfach mal so ein bisschen. Ja, okay, bringt so. Hast recht. Wir sind ja Elben. Wir lassen die Orks nicht leben, weil Orks sind böse. Und die bleiben auch böse. Ja. Wer die Anspielung kennt, Glückwunsch. Ihr lebt nicht unter einem Stein und ihr lebt schon die ganze Zeit. Oder ihr habt ein Juwel des Internets für euch entdeckt. Ja. Who knows? Okay. Festung wird aber leer. Die Musik, ey. Orgasmen für die Ohren, ganz im Ernst. Anders kann man es nicht sagen. Alrighties! Wow! 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 Die wollen es wissen. Die kommen sogar weg. Nein, doch nicht. Tja. Knapp. Aber dann hat er ja irgendwo. Er hat hier eine Kaserne, hier eine Kaserne, hier eine Kaserne. Die sind ein bisschen schief gebaut, aber ist cool. Das ist halt nice. Das habe ich schon häufig gesagt. Ich sag's jedes Mal, dass die KI hier diese Bauplätze benutzt, um Gebäude zu bauen. Schmieden und Zeugs. Da haben sie tatsächlich die KI wahrscheinlich vom. Ich weiß nicht was genommen, das halt so cool zu bauen. Es ist dumm, weil sie hat halt kein Income und nichts, aber es ist lustig. Seid wachsam! Speere bereit! Sammelt euch, Lanzenträger! Genau. Jagt sie aus diesem Land! Wir sind ein starkes Volk! Ich hatte auch mal eine Idee, aber das war ein bisschen. Wo sollen wir bauen? Ich glaube, es ist dämlich. Vielleicht probiere ich es mal aus. Nicht heute. Aber insgesamt, es könnte interessant sein. Vielleicht für euch. Vielleicht auch nicht. Es kommt immer drauf an. Was ich jedem ans Herz legen kann, ist Udvin mit seinen KI-Kämpfen. KI gegen KI. Also wer halt nicht Herr der Ringe, sondern Stronghold mal. Crusader. Sehr cool gemacht. Hat mir immer eigentlich Spaß gemacht zu gucken. Ich habe mir sowas auch überlegt, aber ich brauche halt nicht was abkupfern, was schon da ist. Weil er macht es schon echt gut und na, da jetzt reinzuschneiden. Oh, ich mach das auch. Nee, ist nicht so mein Stil. Interessant finde ich es aber wie Sau. Also KI-Kämpfe, mega spannend. Aber er macht es halt cool mit Tournament-Maps und blablabla. Ziemlich cool. Und ich habe mir mal, also ich könnte mir mal überlegen, so ein paar Gefechte aufzunehmen. KI gegen KI. Vier Spieler-Map, ich bin mit einem verbündet, ich drop raus, instant, ist egal. Gleiche Chancen und dann sieht man mal, wer jetzt, welche KI wann wie gewinnt, was er macht, blablabla. Ich würde das auch nicht in diesem Patch machen, sondern in dem aktuellen, der einfach fair ist. Den muss ich eh noch ziehen, ich bin noch auf 8.2 statt 8.3. Könnte interessant sein. Ob es das wirklich ist, weiß ich nicht. Weil ich hab's mal durchlaufen lassen, so ein bisschen. Und, so eine Schlacht kann mal eben eine Stunde dauern. 1 gegen 1, KI gegen KI. Weil sie halt einfach schlecht tradet. Also die Befehle werden dumm gegeben. Weil die KI greift mit einer Einheit eine andere Einheit auf der Karte an. Sie hat Map-Hacks, sie sieht alles, so. Und dann rennt die dorthin, egal was währenddessen passiert. Sie re-evaluiert mich. Die Situation, sie microt die Einheiten nicht großartig, nix in der Richtung. Deswegen hat man halt häufig, dass Einheiten an Einheiten vorbeirennen, nix machen, sich ignorieren und das ist ziemlich langweilig. Bei Stronghold gibt es das halt nicht. Wenn Einheiten aufeinander klatschen, dann battlen die. Fertig, müssen sie. Außer, ja, sogar Bogenschützen mit dem Messer. So, ich darf alles behalten, ich habe Maximum Geld und wir sind fertig. Gewonnen. Ich hab's mit den Elben geschafft. Obwohl hier der Abuse mit den Malornbäumen war krass. Das ist eine neue Strategie. Eventuell mache ich das wieder. Hat aber auch nur jetzt in dieser Mission, also funktioniert.
weil ich viele Gegner früh getötet habe. Lucky war mit den Helden, die ich aus der Karte raus vernichten konnte. Teilweise durch Glück und ein bisschen auch kluges Movement, aber meistens Glück vorwiegend. War schon nice. Also, der ganze Bums hat insgesamt 16 Stunden fast gedauert. 22 Runden nur. Isengard war leider instant raus. Der Rest hat länger überlebt. Ja. Nice. Nice. Ich habe 4 Gebäude auf der Weltkarte verloren. Das ist halt nichts. Okay. 0 ist nichts, aber der hat auch nur 3 Runden überlebt. Echtzeit viel zerstört. Weltkarte. Ja. Gebaute Festungen. Ja. Gehöfte. Rüstkammer und Kaserne. Stellt Einheiten, gefallene Einheiten. Okay. Cool, gutes Verhältnis. Das ist halt das Ding. Die KI 0,38 plus 0,44 plus 0,22 plus 0,27 plus 0,22. 1,53 im Vergleich zu meinen 2,86. Das heißt, ich war um 2,86 durch Antwort. 1,86 um diesen Faktor, 1,87. Wenn meine Rechnung stimmt und ich nicht dumm im Kopf bin, was ich jetzt hoffe, ist das der Faktor, um den ich insgesamt besser getradet habe. Wahrscheinlich kann man es nicht einfach kombinieren und radieren und bla und blub, aber ich habe es jetzt mal so gemacht. Das ist jetzt meine Rechnung, ob die stimmt, sei dahingestellt. Aber ich denke schon. Ja. Ich habe nur 3 Schlachten verloren. Krass, das ist sehr gut. Nur 3 Schlachten verlieren ist krass. 38, 35, 5, 14. Sieger Niederlagen, ja. 0,1, 0,06 und 0,08. Der Faktor wäre mal interessant zu wissen. Ja. Verloren 14, okay. Alle. Nice. Damit sind wir durch. Nächstes Mal ein böses Volk. Ich weiß noch nicht, habe ich Mordor gespielt oder Orks? Eins von beiden. Isengard oder Angmar. Mal schauen. Gut, damit bin ich durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.